Können Sie jetzt was erzählen, jetzt, was Sie machen? Ja. Ja, jetzt schießen wir das Brot ein. Das heißt, wir tun das Brot in den Ofen. Okay. So. Das wird dann mit Wasser bestrichen. Kommt etwas Kümmel darüber und kommt dann in den 290 Grad heißen Holzofen. Und wie macht man so ein Brot? Oder? Das Brot besteht aus Sauerteig, das ist der Grundlag. Das ist von vorhergehenden Backen aus Wasser und Mehl. Dazu kommt noch als Gewürze Kümmel und Salz. Mhm. Das sind eigentlich die Zutaten, mehr nicht. Man könnte auch noch etwas Kräuter dazugeben, machen manche Leute, aber wir machen das nur so typisch und auf Wunsch. Bereiten wir es auch mit Walnusskernen, Sonnenblumenkernen oder Sonnenblumenkernen zu. Die werden speziell darunter gemischt. Und das heißt auch Bauernbrot, oder? Das ist eines Bauern, nassgeleibtes Bauernbrot, ja? Die schon seit Urzeiten gemacht wird. Natürlich muss vorher der Ofen auch mit Holz angeschürt werden. Du musst circa eine Stunde ohne Kohle liegen bleiben. Wie viel? 70 bis 300 Grad kann man sagen. Je nachdem, wie viel Holz man drin hat, wird der Ofen. Und wie lange muss so ein Brot gebacken werden? 1,75 Stunden. Und dann sind wir oben. Wurde ja aber umschichten. Das muss dann auch mal von oben nach unten kommen, weil oben das untere besser backen, unten der obere Teil. Ich bräuchte bitte etwas Brot. Wo seid ihr denn? Schlopf. Das muss wegkommen. Da sind die. So ist ein gegangenes Brot mit den Sprüngen. Das ist ein gegangenes Brot. Aha, ist das gut so? Oder? Das ist sehr gut so, ja. Aber was heißt das, wenn das so aussieht? Dass es gegangen ist. Erst ist der Teig. Ja. Nicht so glatt. Und dann kommen die Sprünge, dann ist das Brot reif für den Ofen, sagen wir so. Und segnen Sie auch das Brot? Wird gesegnet? Wir segnen den Deich, bevor er geht. Also quasi in dieser Deichmaschine wird Deich gemacht, dann muss dann gehen, dann kriegt er den Segen. Aha. Weil jedes Brot zu segnen wäre ein bisschen aufwendig. Der ganze Deich. Der ganze Deich wird gesegnet, ne? Dass er geht. Das macht man aber auch bei normalen Hefeteigs so. Ja. Habe ich doch. Achso. Und warum kommt Mehl jetzt drauf? Was damit es nicht verbrennt, weil der Ofen unten sehr heiß ist. Da tut man Mehl drauf, damit die untere Kruste nicht so sehr verbrennt. Hering vielleicht die Leiber. Wo Walnusskern drauf sind, da wird es jetzt nicht ab. Ja. Wie viele Stück Brot kommt so rein in den Ofen? Wie viel? Also insgesamt backen wir so 35 Teile, sag ich jetzt mal, weil wir auch ja Stollen haben. Aha. Ich zähle das jetzt nicht da dran, geht ungefähr 12. Aber die werden dann, wenn sie angebacken sind, zusammengesetzt. Aha. Dann geht mehr rein. Ne? Mehr hinein. Das war der erste Teil, jetzt kommt unten der zweite Teil. Erst die Leiber bitte. Aha. So? Blende durchs Sammeln. Ja, ja, bitte. Das ist schön. Aha. Na ja, machen Sie das bitte. Okay, da drauf kein Weg, ne? Da gibt es mir dann auch ein paar Stollen, wo gegangen sind.
Und darf hier jeder backen hier in diesem? In dieser Gemeinde kann jeder, also in dem Ofen kann jedes Gemeindemitglied backen, ja, wer möchte. Das ist ein Gemeindebackofen, ja? Und ich sehe sogar ein Teil des Gebetes, Vater unser. Unser täglich Brot gib uns heute. Ja, das steht auf dem Ofen drauf, weil das sehr wichtig ist. Ja. Ich brauche das andere Erde. Was brauchst du? Die andere steht schon. Die lange. Das ist jetzt für die Schuhe, das nennt man Schierschüssel. Schierschüssel in den grönerischen Sprachgebrauch. Ja. Was das allerdings bedeutet, weiß ich selbst nicht. Aha. Das ist jetzt für die Stollen, ja? Ach, stimmt, ja. Etwas länger. Aber Teich ist das gleich. Das ist dasselbe. Das ist nur die Form. Und können Sie sagen, warum Sie das machen? Nun ja, weil ich die Tradition halt weiter führen möchte, die meine, sagen wir, meine Mutter und meine Tante angefangen hat, gehabt haben und sie mich darum gebeten haben. Mhm. Ja, genau. Und da ich auch diesen Geschmack dieses Brotes sehr gerne habe. Also, ja, wie viele Menschen, ja. Ja, weil wenn man diesen Geschmack gewöhnt ist, möchte man keinen anderen. Oder zumindest möchte ihn ab und zu wieder haben. Können die Menschen auch zu Hause so Brot backen oder das ist schwer? Also dieses spezielle Brot könnten sie zu Hause backen, wenn sie einen Holzbackofen haben. Aha. Ansonsten muss man es halt mit einem elektrischen Ofen, aber dann wird dieses nicht so wie mit Holz. Mhm. Also Holzbackofen ist schon Voraussetzung. Das wird in Stämmen sehr schwer sein. Und der Aufwand ist auch relativ groß, ne? Ja. Vielleicht können Sie kleine Rezeptur sagen, was braucht man so, um Brot zu backen? Ich habe es doch schon gesagt, man braucht Mehl, Wasser, Sauerteig, Kübel und aha. Was heißt, Mehl, Salz. Aha. Also Mehl, Wasser, und was für Mehl? Was für Mehl? Wie heißt das Mehl? Roggen, wie Roggen. Aha, aha. Ja, Gemischmehl, also Brotmehl. Ja, ich weiß, es gibt auch Maschinen zum Brotbacken. Ich weiß nicht, ob das. Brotbackmaschinen? Ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie die gehen. Es tut mir leid, ich kenne das nur so. Es ist jetzt ein Walnussbrot. Ja. Da haben wir innen rein Walnusskerne und außen drauf auch noch zur Garnitur einige Walnüsse. Das ist also noch. Ja. So, ich brauche ein bisschen Mehl. Es ist fertig jetzt. Vielleicht können Sie zum Schluss noch ein Wort sagen, etwas. Welches Wort könnten Sie hören? Über was? Ja, für alle, die eventuell noch nicht entschieden sind, Brot zu backen, ja. Tja. Viele kaufen Brot, ja, ich kaufe auch Brot. Aber kann man auch zu Hause oder einfach versuchen. Also Holzbackofenbrot kann man nicht zu Hause. Ah ja, stimmt. Aber normales Brot im Brotbackautomaten oder im Elektroofen kann man zu Hause. Aber dieses Brot kriegt man nur im Holzbackofen. Aber ich finde das auch sehr ein bisschen auch religiös, weil wir auch beten, ja, unser tägliches Brot. Gib uns heute. Gib uns heute. Wir brauchen jeden Tag auch tägliches Brot. Wir brauchen jeden Tag unser Brot zum Leben, egal in welcher Form. Vielen Dank. Mhm.